Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn, schön wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir über eine Quest bekommen. Und zwar haben wir hier aufgezeichnete Erinnerungen von Tyrs Wache. Und dieses Toy gibt es über eine Questreihe, die jetzt schon über verschiedenste Patche geht. Wir haben nämlich die Tür-Quest-Reihe, die ursprünglich ja mal hier in Waldracken losgeht, wo wir immer mal wieder hier zu Tyrs Hold müssen und dementsprechend einzelne Teile jetzt beschaffen müssen, um Tyr schlussendlich zusammenzusetzen. Jetzt in der dritten Woche von Patch 10.2 konnten wir hier in Waldracken, ich habe es erst auch übersehen, einen neuen Strang annehmen, wenn wir denn die davorigen schon gespielt haben, und dafür müssen wir wieder zurück nach Tyrs Hold. Kleiner Randspoiler, wir müssen dann einmal zu Elisande und den letzten Teil holen, diese Scheiben, die seine Erinnerungen quasi bergen. Und wenn wir das getan haben und dementsprechend alles zusammengesetzt haben, kriegen wir hier Tyr quasi als jetzt wieder kompletter Hüter. Und am Ende dieser ganzen Questreihe gibt es dann einmal aufgezeichnete Erinnerungen von Tyrs Wacht. Und zusätzlich gibt es noch so ein Manuskript, wo wir anscheinend verschiedene Aussehen für alle möglichen Drachen kriegen. Wir wollen uns jetzt aber erstmal das Toy angucken. Und zwar, was macht das? Beschwört eine Titanenscheibe, um die aufgenommene Erinnerung zu blicken, nur in Tyrhold oder Waldracken verwendbar. Also das ist relativ begrenzt hier. Wir sind aber schon mal in der richtigen Zone. Und dann gucken wir uns das doch mal an. Gezeichnet, da haben wir es. Also, benutzen wir es mal. Und jetzt haben wir hier die Scheibe und die können wir jetzt einmal angucken. Und dann haben wir jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Drei Stück an der Zahl. Erinnert euch an Tyrs Neuschmiedung. Okay, was kommt da jetzt? Ach, da kommen die Videos, oder? Ah. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt die Videos nicht alle an, weil wir wollen ja jetzt nicht gespoilert werden oder die es noch nicht gespielt haben. Ich gucke jetzt bloß mal rein, ob das alles drei Videos sind. Taltis. Ja, das sind alles drei Videos, okay, das sind während dieser Kampagne, jetzt gucken wir mal das letzte. Ja, das ist quasi das Video, das quasi ganz am Schluss kommt, was ich eben mir angeguckt habe. Ja gut, lustiges kleines Toy, dass wir uns da die Videosequenzen angucken können, gefällt mir sehr gut. Hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht erwartet, ich dachte das ist was anderes, ne, tatsächlich. Juti, heißt, wir schauen uns jetzt das nicht weiter an, weil wie gesagt, wenn ihr die Questreihe noch nicht gespielt habt, will ich euch jetzt hier nicht spoilern. Und ja, dann sind wir eigentlich damit durch. Ich würde jetzt sagen, wir schauen uns jetzt zusammen auch noch das zweite Item, was man über die Questreihe kriegt, einmal an. Und zwar ist das ein Drachenreitmanuskript. Komischerweise hatte ich das vorher nicht auf dem Schirm. Ne? Ich bin ja immer so ein bisschen am Stuff collecten und habe die dann quasi alle einmal so ein bisschen in den Addons aufgelistet. Das war tatsächlich nicht drin. Eventuell war das hidden. Und das Lustige ist, das ist nicht nur für einen Drachen, sondern für insgesamt vier Stück. Ich würde sagen, wir lernen das mal. Und dann gucken wir mal an. Das ist anscheinend irgend so eine weiße, so ein weißes Upgrade für die Drachen. Wie es genau aussieht, ich habe keine Ahnung. Jetzt gucken wir mal, was wir da als Möglichkeit haben. Gut, das sind diese fertigen. Ah, das ist, glaube ich, das hier, ne? Ah, man kriegt einfach die weiße Farbe für jeden Drachen. Hm, ja. Achso, da muss ich umschalten und dann... Hat schon was, muss ich sagen. Bei dem einen oder anderen sieht das bestimmt ganz cool aus. Wenn man so einen Albino-Drachen hat, geht es beim Netherdrachen auch? Ne, beim Netherdrachen geht es nicht, beim Greifen geht es auch nicht und bei dem ganz auch nicht. Also quasi bei den Standarddrachen... Beziehungsweise auch bei dem in der Taralek-Höhle. Bei dem sieht es sogar am coolsten aus, muss ich sagen, wenn der in weiß ist. Ja, doch, nicht schlecht. Okay, so viel dazu. Sind wir mit dem kleinen Toy Guide durch. Seht ihr, der hat es auch gerade schon genutzt. Die Albino-Version des Drachens. Und ja, dann sind wir damit durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.